Der Finanzminister Gernot Blümel, der ist aus Sicht der SPÖ amtsunfähig. Es gab heute sogar eine dringliche Anfrage. Der Finanzminister hat sich aber davon nicht wirklich beeindruckt gezeigt. Naja, solange die Mehrheit hier im Haus dank der Grünen hier auch ein derartiges Vorgehen unterstützen, kann er ja auch beruhigt sein. Aber natürlich ist es unerhört, was der Herr Finanzminister Blümel die letzten 18 Monate geliefert hat, systematisch den Untersuchungsausschuss zu torpedieren mit seinen Erinnerungslücken und mit seinen Nicht-Akten-Liefern. Der Untersuchungsausschuss hat erst am Freitag vor einer Woche durch die Exekution durch den Bundespräsidenten, das ist alles einmalig in der Zweiten Republik, die Akten und die Unterlagen bekommen. Und es sind tausende neue Akten und Unterlagen. Und ich glaube, wir wissen auch ganz gut, wieso er die nicht geliefert hat. Das ist, weil er einfach verheimlichen wollte, die Politik, die die ÖVP vorhatte. Zum Beispiel, dass sie ein Geschenk von mehr als 10 Milliarden Euro für ein paar Dutzend Familien in Österreich, die nämlich die größten Privatstiftungen haben, machen wollte. Man sieht hier sehr deutlich, dass zum Beispiel bei der Bestellung des Aufsichtsrates Kurz das letzte Wort hatte bei der ÖBAG, etwas, was er bisher immer abgestritten hat und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht, dass das kein Zufall war, dass diese Akten nicht geliefert wurden, sondern dass es darum ging, die Familie zu schützen. Die Liste der Vorwürfe, die da natürlich im Raum stehen, die sind ziemlich lange, auch in der dringlichen Anfrage wurden die aufgelistet. Jetzt ist es ja so, dass der U-Ausschuss doch zu Ende gegangen ist. Sie haben gesagt, am 22. September wird geschreddert. Wann gibt es einen Ibiza-Ausschuss 2.0? Na, wir arbeiten jetzt einmal noch den Bericht fertig bis Mitte August. Werden wir das noch machen, und das stimmt, der 22. September ist für die ÖVP ein Freudentag, weil das ist ein Schreddertag. Ich glaube, alle anderen Österreicherinnen und Österreicher finden das nicht so super, wenn Akten geschreddert werden, vor allem wenn sie brisanten Inhalt haben und einen unangenehmen Inhalt für die ÖVP. Und wir werden nachher, wenn der Untersuchungsausschuss vorbei ist, werden wir uns überlegen, ob und welchen Untersuchungsausschuss wir dann noch einmal dann einberufen. Abschließende Frage, eine Frage, die natürlich immer wieder im Raum steht, ist eine Änderung des U-Ausschusses, dass dieser endlich auch medienöffentlich wird, eine Forderung, die die SPÖ aufstellt und auch die anderen Parteien, die ÖVP sagt, ja, das ist durchaus möglich, aber nur dann, wenn es eine Gesamtänderung gibt, also man hält sich oder zeigt sich hier sehr vage, ist damit in diesem Jahr noch zu rechnen oder wird das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag sozusagen verschoben? Ich glaube, dass sich vier Parteien einig sind. Die ÖVP blockiert hier. Es geht darum, dass man einfach eine Live-Übertragung aus dem Untersuchungsausschuss ermöglicht, damit sich jeder selber ein Bild machen kann. Die ÖVP will das an und für sich nicht und verknüpft das jetzt mit Bedingungen wie Abschaffung der Wahrheitspflicht. Fragen müssen vorher schriftlich eingereicht werden und allerlei andere absurde Ideen. Es gibt die Idee, dass Politiker keine Fragen mehr stellen dürfen. Also es gibt eine lange Liste von Ideen, die auf der ganzen Welt niemand verfolgen würde. Und wenn die ÖVP versucht, die anderen Parteien zu erpressen damit, dann wird das sicher nicht funktionieren.